Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum 21. Kalendertürchen für den WOT Adventskalender. Heute finden wir hier die Lorraine 40T, der Tier 8 Premium Autoloader bei den Franzosen. Das ganze Angebot für 35,45 Euro im Premiumladen oder das gleiche Angebot für 9.900 Gold. In-game, dazu gibt es jeweils einen Garagenstellplatz, die 100% Mannschaft und 5-fach Booster. Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr einen Kalender wollt, wie auch die letzten Tage schon, wo ihr was gewinnen könnt. Meine Info für euch, dann schaut rechts oben in die Infokarte, dort gibt es meinen Adventskalender, wo ihr jeden Tag ein kleines Giveaway gewinnen könnt. Schauen wir uns aber diesen Premium-Medium-französischen Autoloader ein bisschen genauer an. Er hat diese typische 100 mm Kanone, 232 Durchschlag auf der AP mit 1000 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit. Premium Granaten ist eine APCR mit 1250 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit und 263 Pen. Bei diesen beiden Granatentypen ein Alpha von 350 Pen auf der HE. Er hat tatsächlich den HE-Clip hier dabei. Auch die HE fliegt recht schnell mit 1000 Metern pro Sekunde. HE dann 400 Alpha, wenn sie durchschlägt. Die Kanone 0,38, die Genauigkeit mäßige bis schlechte 2,7 Sekunden Stock-Einzielzeit und auch die Softstats sind nicht gerade wirklich überragend. Die Lorraine hat 4 Granaten im Clip, brauchte 36 Sekunden Stock zum Nachladen für den gesamten Clip, hat einen Intra-Clip-Reload von 2,5 Sekunden. Achtung, 2,7 Sekunden war die Einzielzeit. Dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen auf größere Distanz. Schöner Clip hier in den... Oh, was für ein dankbarer Clip. Erst in den Turnwagen, dann in den VZ. Braucht damit 7,5 Sekunden für den gesamten Clip, um ihn rauszuhauen und macht damit 1200 Damage. Das ist schon ganz nett, das tut schon weh, aber der lange Reload balanced das natürlich auch in gewisser Weise, weil sie kommt damit auf gerade mal eine mäßige DPM von 1655 Schadenspunkten pro Minute. 60er Topspeed, 23 rückwärts, sie ist extrem mobil, den Topspeed kann sie auf... Oh, das gibt's doch nicht! Das ist ja wie Farmfest hier. Den Topspeed schafft sie auf harten und auf mittleren Böden auch ohne Probleme. Auf weichen Böden sind es dann bloß noch 36,4 Topspeed. VK, merkst du es noch? Leistungsgewicht 22,47 PS pro Tonne. Und 8 Grad Gun Depression. Die hat sie außer im Heck auch rundherum. Es muss jetzt für den VK jemand raus. Ansonsten kriegt sie ja Probleme. Und 15 Grad Gun Elevation nur liegt halt an diesem Wiegeturm, den die Lorraine hier hat. Panzerung im Grunde nicht vorhanden. Die Frontwanne effektiv so 50 mm. Der Turm kann mal mit Glück irgendwie so ganz fies was bouncen. Aber ansonsten auch am Turm Panzerungswerte so 60 bis 70 mm. Kommandantenkuppel 31 mm. Und wir sehen schon, die Panzerung ist wirklich nichts wert. Seitenwanne 30, Seitenturm 30, Heckwanne 25, Motorabdeckung 20 und Turmdach auch nur 20 mm. 1300 Hitpoints, das ist okay, sage ich mal. Also auch nichts Besonderes nach oben oder nach unten. 380 Meter Sichtweite ist auch nicht mehr als okay, aber auch damit kann man am Ende arbeiten. Ja, also man darf halt nicht überall super Werte erwarten, sage ich mal. Module, erster Slot Beweglichkeit. Als Kategorie könnte man jetzt einen Turbolader überlegen, eine Lüftung, einen Drehmechanismus, ansonsten halt Stabilisator könnte man einbauen. Ansetzer geht natürlich nicht, weil es ein Autoloader ist. Also alles irgendwie um die Mobilität und das Gunhandling in irgendeiner Form zu steigern, beziehungsweise wenn man die relativ schlechte oder mäßige Sichtweite verbessern will, dann halt auch eine Optik. Die Mannschaft, Kommandant, der ist gleichzeitig Funker und Ladeschütze, Richtschütze der Ladeschütze ist und Fahrer. Damit lassen sich die Mannschaften aus dem französischen Autoloader-Medium-Baum auch hier in diesem Fahrzeug leveln. Wobei, das geht halt auch mit dem Burrasque und man muss halt hier die Frage stellen, ist denn der Burrasque nicht besser? Nun, der Burrasque ist tatsächlich Geschmackssache, würde ich am Ende sagen. Der Burrasque hat den höheren Skill Cap, wird nach meiner Meinung nach. Er hat da den 2er Autoloader, ein bisschen bessere DPM. Dafür natürlich deutlich schlechtere Durchschlagswerte, den höheren Alpha-Schaden.
und damit 720 Clip, potenziellen Clip Damage in 2 Sekunden. Die Lorraine halt 1200 in 7,5 Sekunden. Also insgesamt macht das vielleicht den Burrasque ein bisschen flexibler, weil natürlich auch der Clip nicht so lange zum Nachladen braucht. Aber er ist meiner Meinung nach trotzdem schwerer zu spielen, weil man natürlich nicht wie mit der Lorraine, ich sag mal, einfach in Anführungsstrichen zwei Clips rausballert und man kommt hier auf seinem Damage. Dann muss er mit dem Burrasque ein bisschen mehr arbeiten, zumal die Kanone auf dem Burrasque zwar recht gute Softstats hat, aber rein von der Genauigkeit und Einzielzeit natürlich noch viel schlechter ist als auf der Lorraine 40 Tonner. Insgesamt liegt sie mit der Kanone beim Auto in den Autoloader-Bereichen oder in den Semi-Autoloader-Bereichen in einem bekannten Rahmen, sage ich mal. Astron Rex fällt hier nach unten deutlich raus. T69 liegt, was die Genauigkeit angeht, auf dem gleichen Niveau, hat aber eine deutlich schlechtere Einzielzeit und auch Softstats auf der Kanone. Der Skoda T27 kommt da noch ein bisschen hin, was die Genauigkeit und Softstats angeht, hat aber dafür eine bessere Einzielzeit. Alle anderen Fahrzeuge, die ich jetzt hier drin habe, sind deutlich besser. Also Prochetto, Pantera, den G-Sor eigentlich als TD habe ich hier auch mal mit reingenommen, aber der fährt sich teilweise auch wie ein Medium. Selbst der hat bessere Genauigkeit, bessere Einzielzeit, aber deutlich schlechtere Softstats wieder. Also da muss man tatsächlich ein bisschen abwägen, was man am Ende will. Insgesamt von der Mobilität ist sie wirklich sehr, sehr gut. Das ist ähnlich wie bei dem Burrasque, nur dass die Lorraine hier natürlich viel, viel bessere Drehfreudigkeiten hat als der Burrasque. Auch insgesamt in diesem Vergleich, den ich hier habe, ist die... Moment. Jetzt habe ich mich gerade verguckt. Laut Vergleichstabelle dreht der Burrasque irgendwie besser. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da hätte ich gerne mal euer Feedback, was Tanks GG da sagt. Also die Turmdrehgeschwindigkeit okay, aber dass die Lorraine 40T schlechter dreht als der Burrasque, das, wow, das kann ich irgendwie gerade nicht so richtig glauben. Fassen wir kurz zusammen, sie ist recht mobil, sie kann auch die Geschwindigkeit auf den Böden relativ gut halten. Die meisten, die ich hier in der Vergleichsliste habe, kommen halt auch nicht auf diesen Topspeed. Mich wundert das gerade bei den Drehfreudigkeiten. Panzerung, habe ich gesagt, ist im Grunde nichts wert. Da ist der Burrasque am Turm nur noch schlechter. Auch der Tarnwert überragt jetzt nicht unbedingt. Das ist natürlich auch die große Stärke des Burrasques, zumal der auch 10 Meter mehr Sichtweite hat. Alle anderen sind hier teilweise vom Tarnwert besser. Und auch von den Sichtweiten ist 380 Meter in der Vergleichsliste fast der schlechteste Wert. Nur der G-Sor als TD kommt hier mit 370 ein bisschen drunter. Am Ende also die Frage, braucht man die Lorraine? Ich würde sagen, sie ist ungefähr so schwer zu spielen wie der Burrasque. Vielleicht ein Ticken einfacher, wobei die Herausforderungen unterschiedlich sind. Also bei der Lorraine geht es eher darum, diesen langen Reload zu überbrücken. Beim Burrasque halt es zu schaffen, mit der Kanone die Clips anzubringen, also nah genug an den Gegner ranzukommen und dann aber auch wieder eine Exit-Strategie zu haben. Im Grunde braucht man aber bei beiden Fahrzeugen immer so eine kleine Strategie. Was mache ich denn jetzt, wenn ich in den Reload gehe? Bei der Lorraine noch mehr als beim Burrasque. Wie gesagt, die Drehfreudigkeiten, irgendwas wundert mich ja gerade, dass angeblich der Burrasque die besseren Drehfreudigkeiten haben soll. Ich habe es jetzt natürlich nicht im Übungsraum überprüft. Ich verlasse mich jetzt auf Tanks GG. Aber insgesamt würde ich die Lorraine 40T trotzdem als, ich will nicht sagen flexibler einschätzen, aber ich glaube, sie kommt besser aus den Situationen raus als der Burrasque und ist natürlich auch deutlich mehr darauf angewiesen. Der Burrasque kann natürlich mit seinem Tarnwert und mit seiner Sichtweite deutlich mehr auch über das Spotting arbeiten. Insgesamt haben beide einen relativ hohen Skillcap. Ich habe gesagt, sie sind ähnlich. Lorraine vielleicht ein Ticken einfacher, aber das ist am Ende auch Geschmackssache. Da würde mich auch mal euer Feedback dazu interessieren. Im insgesamten Autoloader-Bereich, wenn man da auch mal die Italiener mit reinzieht, würde ich einfach für die einfachere Zugänglichkeit natürlich den Prochetto da bevorzugen, weil das natürlich kein echter Autoloader, sondern so ein Semi-Autoloader ist. Wenn man jetzt mal da gegen den T69 stellt, dann greift definitiv zur Lorraine. Der Astron Rex bringt ein bisschen Panzerung mit, ist von der DPM ein bisschen besser, aber von der Genauigkeit der Kanone ein bisschen anstrengender. Der kann auch Spaß machen, zumal der halt 1600 potenzieller Clip Damage hat, aber dafür natürlich auch ähnliche lange Nachladezeiten und auch die Durchschlagswerte beim Astron Rex balancen ihn halt, was das angeht.
Also ihr merkt schon, ich will mich ja nicht so richtig festlegen. Die Lorraine kann ein extrem starkes Fahrzeug sein, das aber halt in Händen von Spielern, die sich gut damit auskennen, grundsätzlich Autoloder würde ich jetzt nicht Anfängern empfehlen, ne? Das ist schon eine Klasse, wo man Erfahrung braucht. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken, wenn ihr euch überlegt, dieses Fahrzeug in die Garage zu stellen. Am Ende sind es hier 5300 Schadenspunkte, das Panzerass Unterstützer Großkaliber, 1482 Base, 169.000 Credits plus. Ich glaube, es war, glaube ich, keine APCR dabei. Das war alles AP. Die Basepen gibt es wirklich her. Das ist wirklich eine Stärke der Lorraine für den Autoloader, muss man nochmal sagen. Also da alle anderen sind hier deutlich schlechter, was die Durchschlagswerte angeht. 1500 Support und insgesamt 2778 Erfahrungspunkte. Was sagt ihr zum Fahrzeug? Wie gesagt, euer Feedback mal gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Kanalunterstützer, namentlich genannt sind das Kyrtano, Kulle, Gorwin und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.